Ist euch eigentlich mal in den Sinn gekommen, dass ab einem gewissen Schuljahr quasi alle Schüler in Hogwarts mit geladenen Waffen rumlaufen? Könnte also auch eine Schule in Amerika sein. Ja, ich glaube, über das Harry Potter-Universum darf man nicht allzu genau nachdenken, weil das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich die Filme gucke, dann merkt man schon an einigen Ecken und Enden, dass da vieles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt und vieles auch nicht so wirklich viel Sinn macht. Aber trotzdem erfreut sich das Franchise ja sehr, sehr großer Beliebtheit und viele Fans haben ja schon lange darauf gehofft, dass mal ein wirklich vollwertiges und gutes Harry Potter Spiel kommt, beziehungsweise ein Spiel in dessen Universum. Und da waren die Erwartungen an Hogwarts Legacy natürlich groß, aber viele, unter anderem auch ich, haben daran gezweifelt, ob Warner da an dem Spiel nicht irgendwie seine Ambitionen ein wenig zu hoch setzt und am Ende dann doch daran zerbrechen könnte. Ob das passiert ist oder ob wir dann doch ein gutes Spiel bekommen haben, sehen wir jetzt gleich. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Storymäßig spielt Hogwarts Legacy nicht in der Zeit von Harry Potter, sondern weit davor, nämlich im späten 19. Jahrhundert zur Zeit der Koboldaufstände. Im Spiel selbst erstellt man sich einen eigenen Charakter, egal ob männlich oder weiblich, der eine verspätete Einladung nach Hogwarts erhält und somit im 5. Schuljahr starten muss. Wusste gar nicht, dass das geht. Die Reise nach Hogwarts ist allerdings nicht so einfach und wird durch viele gefährliche Begegnungen unterbrochen. Wir wissen nicht was. Außerdem entdeckt euer selbst erstellter Charakter auf der Reise, dass er wohl über ungewöhnliche Fähigkeiten besitzt, alte Magie wahrzunehmen. Eine Fähigkeit, die sowohl gefährlich als auch selten ist. Das bleibt leider auch nicht ganz unentdeckt, denn böse Zauberer unter der Führung von Kobold Renrock machen nun Jagd auf ihn. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ja, ihr seht, obwohl es im Harry Potter Universum spielt, aber nicht zur Zeit von Harry Potter, geht es trotzdem auch hier mal wieder um alles, um Gut gegen Böse, um gute Zauberer gegen böse Zauberer und dann noch ein ganzes Mysterium um diese alte Magie und auch um eine kleine Verschwörung und so, die man später aufdecken muss. Und das ist alles dann doch schon recht interessant, gerade für Harry Potter Fans, ist jetzt aber auch nicht, sag ich mal, der Weisheit letzter Schluss. Also die Story fand ich zwar interessant, aber ich saß jetzt nie da und dachte gerade, boah, ist das gerade spannend, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich konnte es mir meistens schon denken, da sie dann doch ein bisschen vorhersehbar ist, was jetzt passiert. Und aber wie gesagt, sie ist nicht schlecht, sie ist okay, aber sie ist auch nicht wirklich was Besonderes. Ich muss im Vorfeld, bevor wir jetzt weiter auf das Spiel eingehen, auch sagen, dass ich nicht der allergrößte Harry Potter Fan bin. Ich habe die Bücher nicht gelesen, sondern nur die Filme gesehen und so und auch ein, zwei Spiele gespielt. Deswegen bin ich da jetzt vielleicht nicht ganz so leidenschaftlich wie dann die richtigen Hardcore-Fans. Aber ich glaube, jeder, der das Buch gelesen oder die Filme gesehen hat, haben sich schon immer mal gewünscht, auch nach Hogwarts zu kommen und diesen Schulalltag mitzuerleben. Und das kann man in dieser Videospielform auch in gewisser Weise, denn zu Beginn wird man natürlich auch nach Hogwarts verfrachtet und durch den allgemein bekannten sprechenden Hut auch einem Haus zugeteilt. Perhaps you belong in Hufflepuff. Fuck no. Gott sei Dank kann man sich's auch selber aussuchen. Und erlebt dann auch so ein bisschen den Unterricht in Hogwarts mit.
Und das ist auch ganz schön inszeniert. Die Story sowieso, die ganzen Cutscenes und so sind wirklich gut gemacht und machen einfach Spaß. Es gibt allerdings nicht so viele davon, weil der Großteil dann doch in relativ starren Gesprächen erzählt wird. Aber wenn da mal so Cutscenes sind, dann können sie die schon sehen und auch hören lassen, zumindest in der englischen Version. Die Grafik kann sich nämlich auch einigermaßen sehen lassen, also es sieht schon alles sehr schick aus, es ist auch alles recht detailliert, die Charaktermodelle sehen auch toll aus. Das Einzige, was halt wirklich nicht so toll aussieht, sind manche Animationen und auch so Gesichtsanimationen, gerade in so normalen Gesprächen, die man führen kann, bei denen man sich dann übrigens auch wieder zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten auswählen darf, was auch immer ganz cool ist. Aber da merkt man halt auch, dass die Technik in der Hinsicht ein bisschen gelitten hat oder auch ein bisschen angestaubt ist, weil da sind die Charaktere dann doch schon alle recht emotionslos, wie sie miteinander interagieren. Und das ist in den richtigen Cutscenes dann wirklich um Klassen besser nochmal. Und wie sie versucht haben, diesen Schulalltag einzufangen in Hogwarts, ist ihnen mehr oder weniger gut gelungen, muss ich auch sagen. Ich finde, gerade noch am Anfang bekommt man oft Quests, wo man dann auch mal wirklich so die verschiedenen Unterrichtsstunden so miterleben kann. Die werden dann meistens in so kleinen, wirklich netten Cutscenes gezeigt, wo man dann einfach ein Gefühl dafür bekommt, was die da gerade lernen. Manchmal muss man dann allerdings auch dann in dem Unterricht selber so einen Zauberspruch lernen und vielleicht dann auch anwenden und so weiter, was alles schon ganz cool ist. Aber an sich, finde ich, kommt dieser Zauberei-Schulalltag an Hogwarts dann im Spiel doch ein bisschen zu kurz. Und gerade gegen Ende verliert das so ein bisschen komplett den Fokus in dem Spiel. Und ich finde, da haben sie so ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, wie man es wirklich hätte besser machen können. Ich muss da öfters an so Spiele wie Persona oder sowas denken. Oder auch so ein Shenmue, die ja so einen Alltag an der Schule oder wie bei Shenmue jetzt auch so einen Alltag in so einer Stadt wirklich versucht haben zu simulieren mit festen Tageszeiten, wo man wo sein muss und so weiter. Vielleicht hätte man das so im geringen Maße auch hier anwenden können, um das Ganze dann noch ein bisschen besser und atmosphärischer zu gestalten. Aber so wie es da ist, ist es allenfalls nett, fand ich. Und ist am Ende dann überhaupt nicht mehr wichtig. Weil gerade auch Hogwarts, was ja auch titelgebend ist, nicht wirklich mehr beachtet wird. Also viel spielt sich dann auch später nicht mehr in Hogwarts ab. Und das, was sich da abspielt, ist dann aber auch nicht mehr so spektakulär und so, und das ist leider ein bisschen schade, weil klar ist das drumherum auch cool zu erleben, aber gerade als Fan der Harry Potter Saga wollte man ja immer schon mal nach Hogwarts und das alles so miterleben, und da hätten sie noch ein bisschen mehr rausholen können, meiner Meinung nach. Was mich aber auch wirklich, wirklich genervt hat während des Spiels, ist, dass man sowohl in der Hauptstory als auch so in Nebenquests immer gezwungen ist und immer häufiger gezwungen wird, in irgendwelche blöden Höhlen zu gehen. Also fast jede Hauptquest, gerade gegen Ende, spielt sich in irgendeiner Mine ab oder irgendeiner Höhle und so weiter. Und ich habe das nicht verstanden, weil ihr habt so eine wirklich detaillierte, schöne Open World gebaut. Und die ganzen Missionen, oder ein Großteil der Missionen, ich will jetzt auch nicht übertreiben, spielen halt in so langweiligen Dreckshöhlen. Das ging mir am Ende echt so auf die Nerven, dass ich an einem Punkt war in dem Spiel, wo ich mir dachte, ey, ich will jetzt einfach nur noch die Story durchhaben. Das nervt mich gerade so sehr mit diesen Höhlen. Und vielleicht bin ich da ein bisschen empfindlich und so, und andere haben da nicht so ein Problem damit. Aber mich hat das am Ende wirklich einfach nur noch gestört, weil es optisch einfach so unglaublich langweilig ist. Und da dann wieder der Punkt vom Anfang zu spüren kommt, warum sie nicht einfach mehr mit Hogwarts angestellt haben und sich dann am Ende dann mehr auf irgendwelche 0815 Höhlen versteift haben. Keine Ahnung warum. Hogwarts ist dafür allerdings komplett begehbar, was ganz cool ist, und das haben sie auch wirklich schön nachmodelliert. Es sieht nicht exakt 1:1 so aus, wie man es aus den Filmen kennt. Natürlich gibt es Orte und Ecken in dem Schloss, was wirklich genauso aussieht, wo dann auch dieses Gefühl rüberkommt, wo man denkt, wow, das habe ich schon mal gesehen, das kenne ich aus dem Film und so weiter. Andere Orte sehen aber dann halt ein bisschen anders aus, weil es für Spiel sich vielleicht besser eignen oder vielleicht auch storymäßig, weil es spielt ja hunderte Jahre davor, und vielleicht gab es dazwischendurch dann auch noch ein paar Umbauarbeiten in Hogwarts, wie zum Beispiel den Raum mit den Treppen. Den gibt es so nicht, wie er im Film dargestellt wird, sondern ein bisschen versimpelt, wofür ich allerdings auch ziemlich dankbar bin. Aber an sich haben sie schon geschafft, durch dieses Schloss wirklich diese ganze Hogwarts-Atmosphäre einzufangen, weil auch der Soundtrack wirklich toll ist und auch so ein bisschen mal Momente von dem Harry Potter-Thema einfängt und so, und das gibt euch echt ein tolles Gefühl da, und es macht einfach Spaß, dadurch diese
durch diese Schule zu laufen. Und auch wenn man wirklich später dann die Möglichkeit hat, durch Schnellreisen schnell an die verschiedenen Punkte zu kommen, wo man hin muss, habe ich dann trotzdem öfters darauf verzichtet und bin dann einfach so durch die Schule gelaufen, weil ich mir das alles angucken wollte und weil es da auch so ein paar Geheimnisse zu entdecken gibt. Aber wie gesagt, die Schule ist sehr liebevoll gestaltet, hat viele Anspielungen auf die Filme und es passieren halt auch immer irgendwelche Dinge, während man so durch die Schule läuft. Manchmal sind da halt irgendwelche verzauberten Ritterrüstungen, die sich gegenseitig verkloppen. Oder ihr seht Geister durch die Gänge fliegen. Oder aber auch Schüler, die einfach da stehen und Unsinn machen oder sich einfach unterhalten. Und das ist schon schön gemacht. What is it? I have an essay I need to finish for Binge. 2 inches. Mernens, I haven't done mine either. What? Don't leave me here! Did you memorize the dates of magical discoveries and goblin rebellions? Not yet, no. Where are you going? Aber wie schon angedeutet, ist Hogwarts nicht der einzige Bereich, den man im Spiel erkunden kann, sondern es gibt auch noch ein riesiges Umland drumherum, das man frei erkunden darf, plus dann noch die Stadt Hogsmeade, zu der man auch relativ früh im Spiel schon kommt. Und auch die strotzen einfach nur so vor dieser Harry Potter Atmosphäre und vor liebevollen Details. Und auch da macht es einfach Spaß, durch diese Stadt zu laufen und so zu entdecken, was es da so gibt und auch in verschiedene Geschäfte zu gehen und sich vielleicht Dinge zu kaufen, was man hier auch machen darf. Und das haben sie echt schon gut rübergebracht. Und dieses riesige Umland muss man auch nicht unbedingt dann zu Fuß ablaufen, weil man bekommt dann auch später noch einen Besen, auf dem man fliegen kann, unter anderem. Der braucht am Anfang so ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber dann finde ich, kann man den eigentlich ganz gut kontrollieren und beherrschen und das macht echt wirklich nochmal riesigen Spaß. Also da habe ich dann tatsächlich komplett auf irgendwelche Schnellreisepunkte und so verzichtet, sondern bin meistens überall einfach hingeflogen, weil sich das gut steuern lässt und das auch cool aussieht. Ja, und das einfach Spaß macht und man so auch nochmal aus einer anderen Perspektive diese ganze Open World nochmal so ein bisschen betrachten darf. Natürlich wimmelt diese Welt aber auch von Gegnern, das kann man gar nicht anders sagen. Also die laufen überall rum und mit denen könnt ihr euch auch dann duellieren, ob das jetzt storymäßig ist oder einfach mit Gegnern, die so im Umland rumlaufen. Und da kommt dann der andere große Aspekt des Spiels zum Vorschein, nämlich das Kampfsystem. Das fand ich sah in den Vorschauvideos damals so ein bisschen hakelig aus und ich dachte immer, ob sie das gut umgesetzt bekommen und es ist in Ordnung, sag ich mal. Es ist jetzt nicht das beste Kampfsystem, aber es fühlt sich eigentlich ganz gut an und ich glaube, sie haben da aus diesem Zauberstab-Kampf das Beste rausgeholt, wie man es in einem Spiel umsetzen kann. Denn ich finde, es ist relativ wuchtig und gleichzeitig aber auch relativ simpel, weil ihr könnt natürlich eure Gegner mit verschiedenen Zaubern versuchen niederzustrecken, aber auch so Ausweichrollen dann benutzen, um den Gegner zu entgehen oder aber auch Zauber kontern. Und wie gesagt, bekommt ihr durch die Story dann halt auch immer neue Zauber freigeschaltet, die dann auch teilweise wirklich mächtig sind und auch optisch einfach sehr cool aussehen. Es sind allerdings sehr viele Zauber, die man dann im Laufe des Spiels lernen kann und man hat ein bisschen zu wenig Platz dafür, gerade auf einem Controller, die alle sich da anzulegen und man kann, glaube ich, auch gar nicht alle anlegen, sondern muss da so ein bisschen hin und her switchen dann immer, was am Anfang vielleicht ein bisschen umständlich ist, aber später findet man dann so seine favorisierten Zauber raus, die man dann anwenden kann und dann kommt man damit aber auch ganz gut klar, finde ich. Die Gegner stellen sich dann nämlich auch so ein bisschen auf die Zauber ein, denn manche haben ein Schutzschild um sich herum, die nur mit bestimmten Zaubern auch dann zerstört werden können und dann müsst ihr sowieso ein bisschen durch die Zauber so hin und her switchen. Aber das ist eigentlich ganz spaßig und ist motivierend und macht einfach Spaß. Dazu beherrscht euer Charakter ja auch die alte Magie, die er noch im Kampf benutzen kann. Er darf zum Beispiel verschiedene Gegenstände, die in der Gegend halt rumliegen, aufheben und auf die Gegner schmeißen, was euch dann auch mal wirklich einen Vorteil bringen kann im Kampf, gerade wenn es irgendwie so ein explosives Fass ist oder ihr einfach wirklich cool zuerst mit Expelliarmus dem Gegner die Waffe abnimmt und ihm dann direkt in einem Zug dann wieder auch an den Kopf schleudert. Es gibt auch verschiedene Gegnertypen, die sich euch in den Weg stellen. Da wären natürlich böse Zauberer, wie schon angesprochen, aber auch so ein paar Fabelwesen wie jetzt Trolle, die da durch die Gegend streifen oder auch Riesenspinnen oder aber auch Goblins und so weiter. Und die haben dann auch alle ein relativ unterschiedliches Angriffsmuster und die muss man dann auch alle erstmal so ein bisschen kennenlernen und sich auf die einstellen. Und wenn ein Kampf zu schwer ist, dann habt ihr noch eine Spezialfähigkeit, denn ihr habt so eine blaue Leiste, die auch wieder durch diese alte Magie aufgeladen wird, die dann, wenn sie voll ist, einen mächtigen Spezialangriff loslassen kann, womit ihr euren Gegnern dann schon ordentlich Schaden zufügt. Das größte Problem, was ich mit dem Kampfsystem allerdings hatte, war so ein bisschen die Zielanvisierung. Man kann Gegner zwar auch manuell anvisieren, sodass der Charakter quasi sich nur auf einen Gegner fokussiert und man kann ihn dann
angreifen, aber ihr habt es teilweise wirklich mit großen Gegnergruppen zu tun, die euch aus allen Seiten angreifen und da kommt man gar nicht so dazu, wirklich sich immer nur auf einen einzelnen Gegner zu konzentrieren. Und deswegen kann man auch so zwischen den Gegnern hin und her switchen, je nachdem, wohin man gerade guckt. Aber manchmal sind halt so viele Gegner da und das Spiel weiß dann gerade selber nicht, welchen Gegner man wirklich angreifen will. Und mir ist schon so oft passiert, dass ich dann halt mächtige Zauber verschwendet habe einfach an Gegner, an die ich es gar nicht verschwenden wollte, weil halt gerade die Kamera dann woanders hingeswitcht ist. Und ja, das ist dann ein bisschen ärgerlich und hat mich, wie gesagt, schon einige Zauber gekostet. Neben der Hauptstory gibt es auch natürlich, wie es in der Open World üblich ist, verschiedene Nebenquests, die ihr annehmen könnt. Meistens bekommt ihr die am Anfang eines neuen Kapitels einfach so zugeteilt oder ihr findet sie aber auch in den verschiedenen kleinen Dörfern, die überall im Umland verteilt sind. Und die sind leider alle wirklich nicht so schön inszeniert wie angesprochen. Die sind alle relativ steif und hölzern animiert und so weiter. Und da gibt es auch nie so wirklich große Cutscenes oder so, die das einführen, sondern es sind leider mal wieder so wirkliche, ja, Open-World-Standard-Nebenaufgaben, die auch meistens daraus bestehen, gehe zu Punkt A, sammle Gegenstand B und bringe ihn zurück zu Punkt C oder so. Oder besiege den Gegner da und komm dann zurück und hole die Belohnung ab und so. Das ist, ja, leider, wie schon gesagt, alles so ein bisschen Standard. Manchmal sind sie ganz spaßig und bringen auch so ein bisschen Abwechslung zu den großen Hauptmissionen. Aber an sich ist es halt wirklich nichts Besonderes. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. Die Lehrer an Hogwarts geben euch allerdings auch ab und zu mal so ein paar Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Das sind dann so ein paar Herausforderungen, wie so und so viele Gegner töten oder aber auch verschiedene Gegenstände irgendwo einsetzen und so. Und das sind so Schulaufgaben, die ihr erfüllen müsst, damit ihr dann im Endeffekt neue Zauber erlernen dürft. Die sind an sich ganz okay, sind auch ganz motivierend und sind auch nicht zu schwer. Und ja, ist allerdings trotzdem manchmal ein bisschen fragwürdig, wenn ihr von einem Lehrer so eine Aufgabe bekommt, wie irgendwie drei Trolle zu erledigen. Wo ich mir denke, kein normaler Lehrer würde einen losschicken mit so einer Aufgabe. Aber okay, das ist halt ein Videospiel, da darf man auch nicht zu genau drüber nachdenken. Natürlich hat das Spiel auch einen großen Rollenspielanteil, deswegen bekommt ihr nach diesen ganzen erlegten Aufgaben und besiegten Gegnern auch wieder Erfahrungspunkte, die ihr dann in verschiedenen Talenten einsetzen könnt, um eure Zauber ein wenig zu verstärken, damit sie ein paar neue Funktionen mit sich bringen, wenn ich das mal so sagen kann. Oder aber auch, um einfach ein bisschen widerstandsfähiger zu sein, so wie man es halt kennt, so ein bisschen klassisch. In der ganzen Open World von Hogwarts Legacy verstecken sich natürlich auch unzählige Kisten und Geheimnisse, die man lüften kann. Und durch diese verschiedenen Kisten und so weiter und auch durch erledigte Aufgaben bekommt man meistens dann als Belohnung auch Kleidung, die man seinem eigenen Charakter anziehen darf. Und da hat Hogwarts Legacy ein richtig geniales System eingefügt, wo ich im Nachhinein denke, warum da nicht schon jemand früher drauf gekommen ist. Oder vielleicht gab es das auch schon mal, aber ich habe es nicht mitbekommen. Aber das muss ich hier nochmal lobend ansprechen. Denn wir alle haben Spaß daran, unseren eigenen Charakter mit neuer Kleidung auszustatten. Da können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Und die Kleidung bringt hier natürlich auch verschiedene Werte mit, die euch ein bisschen stärker machen und ein bisschen widerstandsfähiger und so weiter, was auch ganz cool ist. Das Problem bei solchen Sachen ist allerdings, dass ihr dann meistens gezwungen seid, wirklich hässliche Kleidung anzuziehen, nur damit sie euch ein wenig stärker macht. Und ihr lauft dann darum wie der letzte Depp, aber seid dafür dann ein bisschen stärker. Das hat mich bei Witcher zum Beispiel, bei Witcher 3, sehr genervt, weil ihr da auch teilweise wirklich hässliche Kleidung einfach findet, aber gezwungen seid im Prinzip, die zu tragen, um halt stärker zu sein. Und natürlich gibt es in vielen Spielen ein sogenanntes Transmog-System, wo ihr euren Charakter dann irgendwie ankleiden wollt, wie es am besten von euren Werten ist, ihm dann aber einen neuen Überzug drüber ziehen könnt, damit er anders aussieht, aber die gleichen Werte behält. Das ist an sich nichts Neues, aber Hogwarts Legacy hat das im Prinzip so aufgebrochen, dass auf jedem einzelnen Kleidungsstück so ein Transmog-Feature drauf ist. Das heißt also, ihr könnt eurem Charakter die hässlichste Kleidung anziehen, die ihr wollt, um ihn stärker zu machen, könnt dann aber jedes einzelne Kleidungsstück davon separat ändern, damit ihr wieder fesch aussieht, sag ich mal, und trotzdem eure Werte nicht verliert. Und warum das nicht in vielen anderen Spielen drin ist, die so ein System haben, verstehe ich nicht. Weil das ist wirklich genial und das hat mich echt gefreut, weil teilweise hat man da so bescheuerte Kleidung an, wo ich mir auch denke, so wird sich kein normaler Mensch irgendwie raustrauen. Aber durch dieses System ist das alles gar kein Problem mehr. Und ich finde, das sollte ab jetzt Standard in solchen Spielen sein.
Das Spiel hat auch ein sehr ausgebautes Challenge-System, sag ich mal, denn durch verschiedene Sachen, die ihr im Spiel erledigt, ob es jetzt abgeschlossene Hauptmissionen sind oder Nebenmissionen oder auch verschiedene Sachen, die ihr bei eurer Erkundung gemacht habt, könnt ihr sogenannte Challenges erfüllen, die dann auch bei jeder Stufe eine Belohnung für euch bereithalten. Das sind jetzt entweder, ist das bessere Kleidung oder irgendein Upgrade oder so, was ihr dann benutzen könnt, was dann auch nochmal recht motivierend ist. Und ansonsten muss ich leider sagen, hat sich Hogwarts Legacy wohl ein bisschen zu viel dann doch wieder bei der typischen Open-World-Ubisoft-Formel abgeguckt. Weil, wenn ihr dann mal so auf die Karte guckt, die ist dann nach und nach wirklich auch vollgestopft mit unzähligen Aufgaben und Icons, die ihr machen könnt. Nicht müsst, aber machen könnt. Zum einen gibt es natürlich wirklich viele Händler in der Welt, die ihr alle besuchen könnt. Was ganz cool ist, weil auch fast bei jedem Händler könnt ihr auch fast alles verkaufen, was ihr nicht mehr brauchen könnt, und ihr habt auch kein begrenztes Geld oder so, dass ihr irgendwann eure Sachen nicht mehr loswerdet, sondern das könnt ihr einfach alles so verschleudern, außer jetzt bei Händlern, die sich auf bestimmte Sachen spezialisieren, wo ihr dann einfach irgendwie eure Kleidung dann doch nicht loswerdet, weil der Händler selber damit nichts anfangen kann. Aber ansonsten gibt es unzählige Höhlen zu entdecken in der Spielwelt, wo dann immer irgendwie eine Kiste drin steht, Belohnung. Dann könnt ihr aber auch noch mit eurem Besen verschiedene Ballons zum Platzen bringen, die in der Spielwelt verteilt sind, womit ihr dann auch wieder Challenges freischaltet. Es gibt Astronomietische, die ihr nur nachts aktivieren könnt, wo ihr dann Sternbilder zusammenführen könnt. Dann gibt es leider, da habe ich mich wieder richtig drüber aufgeregt, auch die Klischee-Banditen-Camps, also quasi Vorposten von Gegnern, die es auch in jedem anderen Open-World-Spiel gibt, wo ihr dann einfach so, halt so ein Banditencamp mit bösen Zauberern irgendwie ausräuchern dürft und da dann auch eine Kiste findet. Und ich kann es nicht mehr sehen. Dann gibt es auch noch verschiedene Punkte, an denen alte Magie herrscht, die, wie gesagt, nur ihr spüren könnt, wo ihr dann verschiedene Dinge einsammeln müsst, um eure alte Magie ein wenig zu verstärken. Oder aber auch die geliebten Merlin-Prüfungen, von denen es, glaube ich, auch so an die 100 Stück gibt, auf der kompletten Karte verteilt, die ihr aktivieren könnt und da dann so kleinere, ja wie gesagt, schon Prüfungen stattfinden, wo ihr dann entweder irgendwie eine große Kugel wohin rollen müsst oder ihr müsst gewisse Sachen zerstören oder auf gewisse Sachen draufspringen und so weiter. Wie gesagt, das Erfüllen von diesen ganzen Dingen erfüllt dann halt auch verschiedene Challenges, die dann zum Beispiel im Falle von den Merlin-Prüfungen einfach eure Inventargröße ein bisschen, ja, vergrößern. Aber auch da ist es mir passiert, dass ich öfters dann mal auf die Karte geguckt habe und einfach komplett demotiviert war, weiterzumachen, weil es teilweise so ermüdend ist, durch wieder diese Open World zu eiern und da dann die verschiedenen Punkte abzuklappern. Wie gesagt, das muss man nicht machen. Man kann es auch komplett ignorieren, wenn man will, wie fast bei jedem Open World Spiel. Aber ich glaube, kein normaler Mensch ignoriert einfach alles und springt einfach nur von Hauptquest zu Hauptquest, weil da kommt man dann auch irgendwann nicht mehr weit. Und das ist sehr schade. Ich finde, weiß ich nicht, da hätte man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen dürfen. Man kann später allerdings auch noch eigene Tränke brauen und eigene Pflanzen züchten, die dann verschiedene Funktionen mit sich bringen, die man dann teilweise sogar im Kampf einsetzen darf, was euch dann auch so ein bisschen unterstützt. Dafür bekommt man dann auch später im Spiel noch den Raum der Wünsche zur Verfügung gestellt, den ihr sogar selber einrichten dürft, mit verschiedenen Gegenständen, die ihr auch durchs Weiterspielen der Story freischaltet. Also so ein bisschen Housing ist auch dabei und ihr könnt da euren Raum auch so ein bisschen selber gestalten und unter anderem auch diese Tische hinstellen, wo ihr dann auch selber Pflanzen und Tränke züchten und brauen könnt. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Und wer das alles noch nicht genug, kommt sogar noch ein Feature dazu später, denn man darf auch tatsächlich verschiedene Tierwesen fangen und sie auch zurück in den Raum der Wünsche bringen, um sie so vor Wilderern zu schützen. Und auch die bekommen so einen eigenen Bereich und da kann man die dann abladen und so ein bisschen
verpflegen mit Futter und sich so ein bisschen um die kümmern, auch ein bisschen mit denen spielen und so. Und das war, fand ich auch sehr motivierend und hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja, Hogwarts Legacy hat also wirklich, die haben wirklich viel dafür getan, dass einem nicht langweilig wird und haben so alles mögliche in dieses Spiel reingequetscht, wie jetzt noch, dass man echt recht spät sogar in der Story noch den Raum der Wünsche bekommt und dann die Tierwesen noch und dann kann man das ganze Umland erkunden und auf Besen reiten und dann gibt's noch Kämpfe und so weiter. Die haben wirklich versucht, alles aus dem Harry Potter Universum rauszuholen und in dieses Spiel zu packen und das zu einem großen Ganzen zu vermischen. Da sind dann leider wieder so ein paar Sachen hinten runtergefallen, sage ich jetzt mal, wie eine wirklich spannende Story. Also für mich, für meine Verhältnisse, fand ich die jetzt nicht mega spannend. Oder aber auch wirklich abwechslungsreiche Quests mal. Oder aber auch eine sinnvoll gefüllte Open World. Aber gut, das kriegt ja irgendwie keiner hin, außer jetzt Rockstar mit Red Dead Redemption nicht. Und das kriegt auch leider Hogwarts Legacy nicht so wirklich hin. Deswegen finde ich, war das auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und auch mit so, denke ich, schon das beste Harry Potter Spiel, wobei es da aber auch nicht große Konkurrenz gibt, sage ich jetzt mal, wenn man sich die ganzen anderen Spiele anguckt. Und deswegen kann ich Hogwarts Legacy aber trotzdem nur, in Anführungszeichen, eine 7 von 10 geben, weil dann doch sehr viele Sachen da waren, die mich dann doch wieder zu sehr gestört haben und zu sehr wieder dieses Open-World-Klischee und Zeitstreckung waren, die mich am Ende dann einfach immer nur noch nerven. Aber ich kann verstehen, dass gerade Harry Potter Fans da voll begeistert sind und das soll denen auch wirklich gegönnt sein und auch die können dann auch wirklich nochmal, wenn sie wollen, ein, zwei Punkte jetzt auf meine Wertung obendrauf geben und ja, ich freue mich, wenn die damit Spaß haben, aber ich als nicht so der große Harry Potter Fan muss sagen, für mich war es dann am Ende des Tages dann trotzdem wieder so ein Open-World-Spiel nach so einer Standardformel wieder. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Außer dieses coole Transmog-Feature, was jetzt in allen anderen Spielen, die das haben, auch drin sein sollte. Aber ja, es waren auf jeden Fall sehr gute Ansätze und vielleicht kommt ja irgendwann noch ein zweiter Teil und dann können sie das alles ja noch ein bisschen Feinschliff geben. Dann könnte daraus auch ein wirklich cooles Franchise werden. Aber ich kann für mich halt nur sagen, ich fand's ganz cool. Es hat gegen Ende dann aber wirklich nachgelassen bei mir und ja, konnte dann trotzdem irgendwie meinen Spaß daraus ziehen. Aber gerade für Harry Potter Fans ist das, glaube ich, teilweise echt ein feuchter Traum. I'll ensure that we have a moment to ourselves. Let's even her odds, shall we? We leave our legacy in your hands.